alles mehr oder weniger aus dem Ruder gelaufen ist. Und das sehen wir auch zum Beispiel in der Steuerpolitik. Ich meine, eines der Länder, die ja jetzt große Probleme haben, Irland, die haben ihr gesamtes Wachstumsmodell im Prinzip darauf aufgebaut, mit einer 12,5%igen Unternehmenssteuer hauptsächlich Großbritannien Investitionen abzunehmen. Ja? Und 80% der Wirtschaft basiert auf FDI, Foreign Direct Investment. Und die britischen Banken haben es finanziert. Und die deutschen Banken auch. Ja, auch. Ja, weil sie es hier weggenommen haben. Ja, ja. Und deswegen, das Erste, wofür ich plädieren würde, wäre ein bisschen mehr Ehrlichkeit in der Debatte. Und das hatten wir auch in Deutschland das Problem. Wenn in Deutschland diskutiert wird, dass jetzt deutsche Steuergelder nach Dublin überwiesen werden, um den Iren zu helfen, dann wird immer verschwiegen, dass das Geld im Prinzip direkt nach London und Frankfurt zurückfließt, weil dort nämlich die Bondholder sitzen. Und wir haben einfach, ich glaube, die Lines of Accountability hier verloren. Der Investor ist immer der Erste, der in der Pflicht steht, wenn was schief geht. Für dieses Risiko wird er über die Zinssätze kompensiert. Ja? Und deswegen muss zuerst mal der Investor herangezogen werden, wenn ein Problem mit der Investition passiert. Dass, wenn das dazu führen sollte, dass bestimmte Banken in eine Schieflage geraten, dann muss man natürlich damit umgehen. Aber so sieht es aus, als würde das deutsche Steuergeld den Iren geschenkt werden, mehr oder weniger, wohingegen letztendlich ein Investitionsrisiko letztendlich auf den Steuerzahler abgewälzt wird. Und das ist, denke ich, einfach eine unehrliche Debatte. Und bevor wir da anfangen können, über institutionelle Reformen zu versuchen, diese wirtschaftlichen Probleme, die wir haben, anzugehen, müssen wir erstmal eine neue Ehrlichkeit in der Debatte generieren. Die haben wir im Moment nicht. Da sprechen Sie natürlich einen ganz wichtigen Punkt derzeit an. Die Euro-Krise, die Finanzkrise, die hängt ja eigentlich ganz eng zusammen mit dieser Wirtschaftsregierung. Dieses gemeinsame Projekt Wirtschaftsregierung ist ja dazu gedacht, Finanzkrisen in Zukunft zu verhindern. Ist das aus Ihrer Sicht, Herr Eichel, ein Weg, der gegangen werden soll? Ich will dort gleich weitermachen. Als wir den Euro eingeführt haben, ich habe im Bundesrat damals als hessischer Ministerpräsident auch meine Hand dafür gehoben, und zwar aus voller Überzeugung, haben wir gewusst, aber wir haben es anschließend nicht umgesetzt, dass das ein weiterer Schritt zur Integration ist und dass der weitere Integrationsschritte erzwingt. Wir haben dann zwar den Verfassungskonvent gehabt, die Verfassung gemacht, die dann in den Niederlanden und in Frankreich gescheitert ist, dann den Lissabon-Vertrag, das hat alles zu lang gedauert. Wir haben es gewusst. So. Die Franzosen haben dann immer das Thema Wirtschaftsregierung angesprochen. Ich war auch nicht gegen die Wirtschaftsregierung, sondern ich habe immer nur die französischen Kollegen gefragt, was meint ihr eigentlich? Ich weiß es bis heute nicht. Also wenn es einen vernünftigen Sinn macht, dann heißt es in der Tat, wir haben die Geldpolitik vergemeinschaftet. Das bedeutet, wir müssen in der Fiskalpolitik, wir müssen in vielen anderen Dingen, bei den Steuern, ich nehme mal das Beispiel. Es ist doch Unsinn. Wir haben einen gemeinsamen Markt von 27. 27 unterschiedliche Steuersysteme sind Quatsch, mal unabhängig von den Steuersätzen. Was tue ich eigentlich den Unternehmen? Ich rede nicht von den Konzernen, ich rede von den Mittelständlern an, wenn ich die zwinge, lauter unterschiedliche Gewinnermittlungsvorschriften, je nachdem, wo sie gerade tätig sind, zu berücksichtigen. Ist doch Unfug. So. Und das heißt, der gemeinsame Markt braucht ein gemeinsames Steuersystem. Das ist in Großbritannien bisher völlig illusionär. Das ist in Irland überhaupt nicht zu denken. Ich sage ja nicht, dass wir die Steuern komplett vereinheitlichen müssen. Wir haben ja auch einen Steuerwettbewerb in Deutschland, etwa mit der Gewerbesteuer. Aber Mindestsätze, Höchstsätze brauchen wir wahrscheinlich gar nicht, weil einer sich selbst rauskatapultiert, wenn er es übertreibt. Aber Mindestsätze und ein einheitliches Steuersystem, das wäre ein riesiger Wettbewerbsvorteil und die Unternehmen könnten statt in so unfruchtbaren Dingen wie Steuererklärungen ihr Geld zu investieren, könnten sie es investieren in die Erfindung neuer Produkte. Das wäre ein richtiger Wachstumsgewinn für den Binnenmarkt. Das sind so Sachen. Und wenn das gemeint wäre jetzt, dann wäre ich sehr dafür, denn das würde uns helfen, in Europa unsinnige Kosten zu vermeiden. Und jetzt sage ich den zweiten Satz auf Irland bezogen. Ja, ich habe mich auch geärgert über die Iren. Sie kriegen unser Geld, natürlich fließt das auch zu einem großen Teil wieder zurück, aber die kriegen, obwohl sie an zweiter Stelle im Wohlstand standen, sind sie noch Nettoempfänger, was Unsinn ist. Das hängt mit der Agrarpolitik zusammen. So, und gleichzeitig ziehen sie mit extrem niedrigen Unternehmenssteuern uns die Unternehmenssitze weg. Das geht nicht, weil ich das zu Hause den Bürgern in Deutschland nicht erklären kann, dann leidet die Solidarität. Das heißt, wir müssen da, und das Entwicklungsmodell war ja auch nicht erfolgreich in Irland, auf niedrigen Steuersätzen und auf schlechter Überwachung der Banken haben sie das aufgebaut und das ist krachend zusammengestürzt. Das ist das irische Problem.
Und deswegen sage ich Wirtschaftsregierung, wenn das heißt, dass wir viel enger zusammenrücken, Wirtschaftspolitik, ich nehme am Beispiel Löhne, auch mit Blick auf den Nachbarn machen, dann ist das vernünftig. Denn wir dürfen uns in Europa nicht auseinanderentwickeln. Die europäische Entwicklung ist auf Zusammenwachsen gerichtet. Und deswegen ist das übrigens nicht nur eine Frage der Regierung. Das finde ich zu eng. Wenn ich über Löhne rede, dann rede ich über Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände. Die müssen europäisch denken lernen. Die sitzen in Brüssel an einem Tisch mit der Zentralbank, mit der Kommission, haben einen makroökonomischen Dialog, fassen vernünftige Beschlüsse, schreiben das auf Papier und Folgen hat es keine. Das ist das Problem. Also was wir wirklich vor uns haben, ist ein richtiger Schub in europäischem Denken und Handeln und nicht nur bei den Regierungen, sondern da sind alle wesentlichen wirtschaftlichen Akteure gefragt. Was soll da der Maßstab sein, frage ich mich, bei diesem Pakt für Wettbewerbsfähigkeit, der jetzt sehr stark promotet wird von der Kanzlerin der CDU, von Ihrer Partei. Ist das... Ist doch Ihre Partei noch, oder? Ja, klar. Weil Sie lachen. Ist die Idee dahinter, dass Europa deutsch werden soll, Herr von Beuys? Ist das die Idee hinter diesem Vorhaben? Ich habe eher den Eindruck, aber ich gebe ehrlich zu, ich bin nur ein Landespolitiker gewesen und kein Bundespolitiker und auch kein Europapolitiker. Aber wenn man glaubt, politische Mechanismen zu kennen, habe ich den Eindruck, dass diese Idee, die ja immer eine französische Idee war, hat der Eichel ja recht, einer europäischen Wirtschaftsregierung, letztlich ein Zukommen war auf die französische Regierung, um zu sagen, wir geben euch das als Bonbon, damit ihr im anderen Schritt bestimmte fiskalische Maßnahmen, nämlich zum Beispiel, wenn Länder die Stabilitätskriterien nicht einhalten, wie kann ich die eventuell bestrafen, was ja vorher ein gewisses Tabu gewesen ist, das war eine deutsche Idee, wo die Franzosen zunächst mit Abscheu und Empörung reagiert haben, diese Idee umsetzen. Und ich glaube, es ist mehr so ein gegenseitiges Austauschen von gewissen Symbolen, um sich zu zeigen, man hat einen Kompromiss gefunden. Was Herr Eichel gesagt hat, teile es ich voll. Nur die Wirklichkeit ist ja die, dass man ja nicht mal nationalstaatlich sich über Steuersysteme richtig einigen kann. Wir haben vor jeder Bundestagswahl eine intensive Debatte, ich will das gar nicht werten, über den Sinn und Zweck bestimmter Steuermechanismen, über Spitzensteuersätze, Vermögensteuer, über Hartz-IV-Sätze, also jetzt die Alimentierung im Unten. Und wenn Sie das im eigenen Land also mit großen Schwierigkeiten hinkriegen, ich kenne ja auch das Hickhack, Bundesregierung, Bundesrat und, ist ja unglaublich zäh, wie man das in der Europäischen Union hinkriegen soll, auch wenn es anstrebbar wäre, stelle ich mir, um das mal taktvoll auszudrücken, verdammt schwierig vor. Was ich mir vorstellen könnte, wäre, ist, dass man klar definierte Projekte angeht. Zum Beispiel sagen, in einer europäischen Industriepolitik, da ist es ja auch gemacht worden, wie kann ich nationale Industriepolitik überwinden, um zum Beispiel im Bereich des Flugzeugbaus bei Airbus eine vernünftige Kooperation zu finden zwischen Frankreich, Deutschland und Großbritannien, ist ja auch mit dabei. Das ist in einem mühseligen Prozess immerhin gelungen. Oder wie kann ich Energiepolitik erreichen, dass ich mittelfristig harmonisierte Kriterien schaffe, ich habe es vorhin angesprochen, um den Anteil der regenerativen Energie, das wollen ja alle, 2020, Sie kennen das, das zu erhöhen. Das bestimmt im Moment alles überall sehr unterschiedlich. Was kann ich da speziell machen, um das zu tun? Oder wie kann ich Verkehrswege schaffen, das hängt wieder mit Schifffahrt zusammen, wo transeuropäische Netze sind, die unterschiedliche Regionen in Europa anbinden an bestimmte Seehäfen. Im Export, also anbinden europäische Regionen. Ich glaube, so Projekte, eingegrenzte Projekte, das kriege ich hin. Aber eine gemeinsame Wirtschaftspolitik oder gar Steuerpolitik, auch wenn es vernünftig wäre, aber der Mensch ist ja nicht immer vernünftig. Und ich sage Ihnen, das größte Problem der Politik, und ich sage es mal überspitzt, das größte Problem der Politik, dabei vernünftig zu handeln, ist die Bild-Zeitung. Denn wenn Sie Diskussionen haben, in Berlin, die sitzen inzwischen in Berlin, aber der Standort kann ja nichts, ich nehme das Bild gar nicht übel, um das Willen, die will ja Geld verdienen. Ich meine, verstehen Sie es nicht falsch, Boulevard will ja Auflage machen, das ist ja völlig in Ordnung. Das große Problem ist nur, wenn Sie in der Politik bei einer bestimmten Maßnahme, wo Sie zwei Schritte brauchen, um zu erklären, massiven Boulevardwiderstand haben, bricht der Enthusiasmus schnell zusammen. Und wenn die Bild-Zeitung also dreimal schreibt, gutes deutsches Geld für Griechenland, und dann kommt so ein Foto, da sieht man einen griechischen Arbeiter in der Sonne liegen und der Deutsche immer locht und das Geld gibt dahin, da haben sie alle Klischees bedient. Und das noch zu widerlegen, brauchen sie eine Argumentationskette, eine Mühe, die unglaublich schwierig ist. Nochmal, das ist keine Pressebeschimpfung, ist der Job der Bild, das zu machen, die leben von Auflage und alles. Aber Politik ist, sag mal, sehr beeinflussbar von Strömungen und Stimmungen. Nicht umsonst wird vor jeder größeren Landtagswahl Europa plötzlich immer problematisiert.
auch von Kollegen, die es immer preisen, wenn die Wahl kommen, heißt Europa gut, aber so geht es ja auch nicht für Deutschland, die Zahlmeister, immer das Gleiche. Weil man weiß, das bedient die Volksseele und Volkesstimme, aber so ist das Leben nun mal. Und darum glaube ich, sagen wir, die große Vision ist richtig, aber die Konkretisierung kommt über wirklich definierte Projekte in bestimmten Bereichen. Das scheint mir der praktischere Weg zu sein. Ja, ich will das trotzdem noch mal in die andere Richtung, Herr von Beust, ein Stückchen weiter treiben. Ich stimme dem ja allen zu. Aber wir haben eine solch existenzielle Finanzkrise noch nicht mal hinter uns. Und einen solchen Angriff auf die Einheit Europas mal im Moment ein Stück abgewehrt. Ich weiß noch nicht, wann das wieder losgeht. Wenn das nicht die Situation ist, in der, und das macht mich so traurig, die europäischen Staatsmänner begreifen, dass mit klein-klein und ein bisschen da am Vertrag und ein bisschen da am Vertrag was ändern, das Problem nicht zu lösen ist, sondern dass ein neuer großer Schritt der europäischen Integration nötig ist, wenn das Projekt überleben soll. Das ist das, was mich schon ziemlich besorgt macht. Und ich weiß, dass Helmut Schmidt und Valéry Giscard d'Estaing und andere gerade daran sind, genau diese Gedanken öffentlich zu machen, weil wir damit nicht durchkommen werden. Man kann sich richtig ausrechnen. Erstens, was im März passiert. Das wird eine Summe von kleinen Sachen im Europäischen Rat sein. Und das wird ganz leicht wieder dazu führen können, dass die ganze Spekulation wieder losgeht. Übrigens auch von hier, von diesem Platz aus, in London. So. Und dann werden wir wieder neu vor die Frage gestellt werden. Und das ist eigentlich das Problem, das mich gedanklich umtreibt. Ich bin da jetzt ja auch freier. Wenn man nicht mehr im Amte ist, ist man in solchen Disziplinen nicht mehr drin. Dann kann man solche Sachen freier sagen. Aber wenigstens muss das mal gesagt werden. Es muss in die Köpfe der Völker. Die leider sind unsere politischen Führer im Moment noch nicht so weit. Aber ich würde sagen, wir müssen alles dran setzen, dass unsere Völker weiter sind. Die Briten werden noch sehr lange brauchen, wenn überhaupt. Aber die Kontinentaleuropäer müssten es eigentlich begriffen haben. Herr Mayer. Ja, man kann auch generell sagen, wir haben im Moment in Europa eine politische Führungsschwäche. Und das ist, glaube ich, kein Geheimnis, wenn man das sagt. Der große Entwurf ist einfach nicht da. Ja, die Ideen fehlen zum Teil. Und selbst wenn es in Ansätzen Ideen gibt, dann fehlt letztendlich auch der Anreiz, diese Ideen dann auch umzusetzen. Und für mich ist eines der großen Probleme, dass sich hinter existierenden Normen und Regeln sich zum Teil einfach viel zu lang versteckt wird. Nehmen wir mal als Beispiel den Stabilitätspakt. Und Herr von Beust hat natürlich recht, dass es schwierig ist zu verkaufen, aber in der britischen Presse ist es auch nicht einfacher, das kann ich Ihnen sagen. Insbesondere, wenn man zu europäischen Themen hier etwas schreibt. Murdoch als Haupteigentümer hat. Ja, also das ist auch ein ganz schweres Brot. Aber wenn wir den Stabilitätspakt sehen, das ist zum Beispiel einer der Institutionen, hinter der sich jetzt versteckt wird und sagen, okay, wir brauchen ja keine Wirtschaftsregierung, wir haben ja den Stabilitätspakt. Das ist letztendlich nur eine fiskalpolitische Zwangsjacke. Und man hat auch ganz einfach gesehen, erstmal, selbst vor der Krise war es letztendlich auch nur eine Krücke. Deutschland hat die Kriterien gerissen, weil einfach Einmalzahlung oder besondere individuelle Umstände letztendlich einfach nicht in den Stabilitätspakt berücksichtigt wurden. In Deutschland waren es die Kosten der Einheit beispielsweise. Ja, das sind die Kosten, die Deutschland hatte und sonst kein anderes Land. Das wurde aber in keinster Weise berücksichtigt und das war, wenn ich das richtig im Kopf habe, ca. 4% vom Bruttoinlandsprodukt pro Jahr und die Stabilitätskriterien sind 3. Also letztendlich hat dann Deutschland einen 1%igen Haushaltsüberschuss haben müssen aufgrund der eigenen Lage. Und was man gesehen hat, im Rahmen der Finanzkrise, wenn wirklich mal einer dieser Black Swan Events kommt, dann hat das sowieso nichts mehr zu sagen. Ja, da hat doch kein Mensch mehr vom Stabilitätspakt geredet, weil es völlig illusorisch war, sich dann ein 3% Defizit pro Jahr halten zu können. Und deswegen, dass jetzt der Stabilitätspakt wieder nach vorne gedrückt wird, um zu sagen, das ist das, was wir jetzt einhalten müssen, das ist für mich intellektuell einfach, tut mir leid, zu faul. Wir können das als die Basisnorm behalten. Das ist das, was wir anstreben sollten, aber darum muss es eine flexible Institution geben, wo man auf individuelle Umstände, wie in dem Fall die deutsche Einheit, eingehen kann, aber auch auf besondere Umstände, die als Resultat von Wirtschafts- und Finanzkrisen resultieren können oder auch anderen Eventualitäten. Wir brauchen einfach eine flexiblere Institution und die politische Führung in Europa versteckt sich letztendlich meines Erachtens viel zu sehr hinter Geschichten wie dem Stabilitätspakt. Aber auch Herr Mayer, ist denn nicht das jetzt der Versuch, der da gerade unternommen wird von Frau Merkel und Herrn Sarkozy, mit diesem Pakt für Wettbewerbsfähigkeit da etwas darüber hinaus zu liefern, also mehr als Finanzpolitik, sondern zu sagen, wir gucken dem anderen in die Bücher, wir versuchen unsere Sozialsysteme anzugleichen, damit wir vergleichbar sind und auch gemeinsam handeln können und dass Deutschland eben auch das Risiko nicht mehr hat, dass irgendwann Griechenland oder Portugal
versagt, sage ich jetzt in Anführungsstrichen, und die Deutschen dafür mitzahlen müssen. Der Versuch ist doch ernsthaft da. Ja, okay, aber wir haben keinerlei Erfahrung, wie so eine solche Institution auszusehen hat. Ja, da muss noch viel Entwicklungsarbeit geleistet werden, wie das letztendlich tatsächlich gemacht werden kann. Aber wenn wir jetzt versuchen wollen,